Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Wir sind wieder bei Sardom und hätten ein bisschen was mit ihm zu besprechen. Also würde ich sagen, wir fangen gleich mal an. Und zwar, ich habe eine mächtige Magierin bei den Berserkern gefunden. So. Ich habe eine mächtige Magierin bei den Berserkern gefunden. Ihr Name ist Kaya. Gut. Hast du sie denn schon für unsere Sache gewinnen können? Ich glaube kaum, dass ich ihm ansonsten hinterherlaufen würde. Wie bitte? Kaya ist an meiner Seite. Ich konnte die Magierin für unsere Sache gewinnen. Kaya ist an meiner Seite. Ich konnte die Magierin für unsere Sache gewinnen. So, so. Du bist also eine mächtige Mana-Expertin, ja? Ich kann dir ja mal eine Kostprobe geben. Lass nur. Ich glaube es dir. Genau so habe ich dich mir vorgestellt. Sehr gut. Magische Kampfkraft ist unentbehrlich für unsere Sache. Gut, war das alles? Der Vorstoß der Alpsoldaten in Nordabessa ist abgewendet. Der Vorstoß der Alpsoldaten in Nordabessa ist abgewendet. Ja, das war nötig. Wir können uns jetzt keine Machtverschiebung in Abessa leisten. Nicht schlecht. Was kannst du mir noch berichten? Also wir waren noch fleißiger. Und zwar, der Konverter in Nordabessa hat seinen Betrieb eingestellt. Der Konverter in Nordabessa hat seinen Betrieb eingestellt. Das ging jetzt schneller als erwartet. Ja. Ich rechne in einigen Tagen mit einer Reaktion aus dem Eispalast. Nicht schlecht. Was kannst du mir noch berichten? Und zu guter Letzt, der junge Elexitor, von dem du sprachst, ist erledigt. Der junge Elexitor, von dem du sprachst, wurde beseitigt. Ja, das ist auch besser so. Er hätte uns gefährlich werden können. Ja. Offenbar hast du ganze Arbeit geleistet, natürlich. Commander. Die Vorbereitungen für den nächsten Vorstoß in Richtung Eispalast sind damit getroffen. Der Hybrid müsste mittlerweile gemerkt haben, dass ein neuer Gegenspieler existiert. Sein Hauptinteresse galt ja bisher Edan und den Magiern der Berserker. Ich habe nie wirklich verstanden, wie ein paar freie Menschen so viel Aufruhr bei ihm verursachen konnten. Du solltest das doch am besten wissen, Jax. Hattest du nicht von ihm selbst den Auftrag, den Pilger Thoral zu finden und ihm sein Wissen über das umgekehrte Elex zu entreißen? Ja, aber vor Vollendung des Auftrags wurde ich abgeschossen und anschließend exekutiert, wie du weißt. Trotzdem ist der Auftrag immer noch nicht erledigt. Thorald wurde immer noch nicht von den Alps gefunden und das umgekehrte Elex, das die Berserker Mana nennen, ist immer noch die größte Bedrohung für den Hybriden. Wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen. Yeah, jetzt können wir zum Erzberserker werden, das werden wir gleich als nächstes angehen. Vielleicht ist der Hybrid ja auch gar nicht die Wurzel des Problems. Wie konnten wir uns bloß auf diesen Kuhhandel mit dem Hybriden einlassen? Das obere? Vielleicht ist der Hybrid ja auch gar nicht die Wurzel des Problems. Du bist immer noch nicht davon überzeugt, dass du für die richtige Seite kämpfst? Du wirst eine Entscheidung treffen. Es wird davon abhängen, wie sehr du der Kälte nachgibst. Wie auch immer, Thorald ist der Schlüssel. Sein Wissen könnte über Sieg oder Niederlage in diesem Krieg entscheiden. Das heißt, dass Thorald kurz davor ist, das umgekehrte Elex replizieren zu können. Und wenn schon? Nun, wir haben bisher angenommen, dass die Menge von Elex hier auf Magalan eine feste Größe ist. Stell dir vor, was passiert, wenn Thorald in der Lage ist, mehr umgekehrtes Elex zu erzeugen, als seine Feinde an reinem Elex fördern können. Ja, richtig. Die Berserker könnten sich zur stärksten Macht auf Magalan erheben. Ja, leicht vorzustellen, was sie dann mit unserem Volk machen werden. Der Eispalast würde fallen und alle Alps werden vernichtet. Das dürfen wir nicht zulassen. Was, du willst Thorald töten? Das Risiko würde ich eingehen. Kälte wird entsprechend. Die Berserker beteiligen sich sicher nicht an einem Völkermord. Nein. Das werde ich nicht tun. Geht das? Das Risiko würde ich eingehen. Ich sehe schon. Du hast scheinbar zu viel Zeit mit den freien Menschen verbracht. Besinne dich auf das Wesentliche, Commander. Du musst deinen alten Auftrag endlich erledigen und Thoralds Wissen sichern. Das Schicksal von uns allen hängt davon ab. Ja, deshalb muss ich nicht töten. Bisher war deine Unterstützung nicht viel mehr als Worte.
Ich will erst sehen, dass du nicht zahnlos bist, bevor ich den nächsten Auftrag von dir entgegennehme. Zeig mir deine Armee. Wie du willst. Du sollst wissen, mit wem du es zu tun hast. Ja, das würde mich jetzt echt interessieren. Mutanten. Verunstaltete Kreaturen, die dem Elex-Konsum zum Opfer fielen. Nur diejenigen, deren Geist stark genug ist, halten den Verfall und Wahnsinn stand, den es jedem Konsumenten bereithält. Zardom hat einen Weg gefunden, sie zu bändigen und zu kontrollieren. Seelenlose, aggressive Soldaten, die für ihren Anführer in jede Schlacht ziehen und bis in den Tod für ihn kämpfen. Hatte ich jemals ernsthafte Zweifel an Zardoms Macht? Also werde ich seinen Plan weiterverfolgen. Er scheint meine beste Option zu sein. Offener Krieg. Schön. Ich muss zurück nach Regan, dem Pilger Thoran meine Aufwartung machen. Ich muss meine alte Mission zum Abschluss bringen und Thorans Wissen erlangen. Ich brauche etwas Handfestes, bevor die Alps zurückschlagen und die Länder mit ihrem Krieg überziehen. Okay, das ist überzeugend. Dann geh jetzt und erledige endlich deine alte Mission. Gut. Na? Hoffentlich werden die Meinungsverschiedenheiten unter den freien Menschen nicht dazu führen, dass wir den Krieg gegen die Alps verlieren. Ja, das hoffe ich auch. Wie geht's dir? Wie geht es dir? Ich bin okay. Passt. Pfui. Dann würde ich sagen, ich müsste zuerst noch, bevor wir zu den Berserkern marschieren, könnte ich ja noch schnell kurz beim Lager vorbeischauen und Lloyd Bescheid geben, dass wir eine starke Frau an unserer Seite haben. Als Verbündete natürlich. Können wir uns da auch noch schnell ein paar Pünktchen vielleicht einheimsen und dann, es lädt wieder, ja, man merkt's. Und dann wären wir ganz fix zum Erzberserker, hoffentlich. Bringen wir was bei. Gut, das hat nicht hingehauen. Ich dachte, ich kann ihm sagen, dass Kaya uns begleitet. Nein, das interessiert ihn nicht, wie gemein. Gut, dann auf nach Goliath. Hotelruine, ja bitte. Gehen wir, Vollgas. Und dann müssen wir wahrscheinlich zu Thorhalt. Dieses Haus, wenn man es so nennen kann, hat mich schon immer fasziniert. Ich frage mich, wer es wohl gebaut hat. Die Familie, die hier gelebt hat, muss riesig gewesen sein, wenn sie so viele Zimmer gebraucht hat. Ja, das weiß natürlich keiner, ne? Dass das eigentlich ein Hotel war. Und hier Gäste zu Hause waren. Gut, wir werden schnell speichern. So. Also gewohnt haben, ne? Zu Hause ist falsch, aber gewohnt haben. So, Herr Ragnar, ich möchte gerne befördert werden. Ich will über meine Beförderung sprechen. Einmal Erzberserker, bitte. Ernenn mich zum Erzberserker. Nein, du weißt genau, dass du die Zustimmung aller Warlords benötigst. Stell dich also nicht dümmer, als du bist, und tu etwas dafür. Hey, hab ich ja. Ich will über meine Beförderung sprechen. Na, das wollte ich gerade nicht. Was? Da ist noch was offen? Echt? Spiel mit deinem Tech-Zeug woanders herum. Ah, halt die Gosch. Da ist echt noch was. Aufgaben meistens bla bla. Ach stimmt, da gibt's jetzt zwei oder drei Warlords. Hammer, Eisen und... Ich glaube, drei Warlords gibt es tatsächlich, ne? Lass das lieber bleiben. Tatsächlich gibt es, glaube ich, drei, ne? Warte kurz. Wenn ich das jetzt auswähle, zeigt er mir an, was mir noch fehlt. Angrim. Kormak. Zwei gibt's. Wieso mögen wir die jetzt nicht? Ich habe doch gemacht, was sie wollten. Bring mir was bei. Hä? Level 25 bin ich ja auch. Also jetzt bin ich verwirrt. Habe ich bei ihm was versaut? Ich habe das ja gemacht. Zumal, wenn ich jetzt richtig Pech habe, könnte es sein, dass ich das noch nicht machen darf, weil...
Vielleicht im Geschichtlichen noch nicht. Ich habe schon gehört, du bist auf dem Weg zu einem Erzberserker zu werden. Ja. Ja, das geht dich nichts an. Ja, bin ich. Ja. Ohne meine Zustimmung kommst du hier nicht weit. Ja. Ein Erzberserker zu sein bedeutet, sein Leben für uns in Gefahr zu bringen. Dein Aufstieg hier bei uns ging mir persönlich etwas zu schnell. Wenn du meine Stimme willst, musst du schon etwas tun, das mich wirklich beeindruckt. Was soll ich machen? Du kannst mich mit deiner Stimme mal am Arsch kratzen. Arschlecken heißt das, also. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich will, dass du dich zum geheimen Zugang nach Tavar begibst. Wir nennen ihn den Blutpfad. Die Outlaws belagern diesen Pfad. Wir können es nicht dulden, dass sie einen Weg halten, der hinter unsere Stadt führt. Garda, einer unserer Erzberserker, leitet den Angriff. Geh und melde dich bei ihm. Wenn du den Angriff überlebst, reden wir weiter. War ja so klar, ne? Hör auf damit! Was? So viel dazu, dass das mit dem Erzberserker machen wir jetzt gleich. Ja, dann machen wir das. Zuerst die eine Quest. Ich dachte, das wäre schon, als wäre es so einfach gewesen, ne? Kardor. Komme ich da irgendwie schneller hin, als wie von da? Da wahrscheinlich, ne? Von da nach da. Oder von da nach da? Na, eher von da nach da. Probieren wir es mal. Da nach da, da. Oh Mann, ey. Ah. Da haben wir noch so einen Molch. Komm her, Mistviech. Dreckert's. Ja, komm. 3 Stunden später. Vielleicht soll ich mit dem Plasma-Gewehr anschießen oder gehen uns die Hunde lesen wahrscheinlich auch an. Ja, die gehen uns sowieso an. Habe. Wow! Habe ich schon befürchtet gehabt. Trinken. Danke. Willst du zuhauen? Passt. Passt, der ist erledigt. Au. Der ist auch erledigt. Passt. Passt und Sekaya steht wieder auf. Sehr gut. Wow. Das hat jetzt ein bisschen wehgetan. Du Dreckerts Mistviech, du. So, schneller Trankele. So, ist fein. Puh. Und speichern wäre auch nicht schlecht. So. War klar, dass dieser Angrim da uns wieder in die Suppe spuckt, ne? Dieser Mistkerl, dieser Dreckige. Aber wir werden auch seiner Bitte nachkommen, seinen Wunsch erfüllen. Ja, wir werden das schon machen. Halt, was war da? Also Klappstuhl. Nichts Besonderes. So. Oje, wir müssen darauf. Ich glaube, das war keine gute Idee, und dass wir uns hierher gebortet haben. Da komme ich, glaube ich, so nicht drauf. Warte mal. Na, da müsste ich hier rundherum und dann komme ich hier hin. Ist doch vielleicht hier die Schmiede am besten, wenn wir da einfach runterhatschen. Entschuldigung. Ich habe gedacht, das wäre machbar, aber das sind doch zu steile Klippen. Gut. Dann halt Plan B. Bam. Bam. So. Dann gehen wir halt zu Fuß. Gibt es hier ein Getier? Ja, tatsächlich. Können wir das besiegen? Ich glaube, das wäre so ein Nachtschattenviech, oder? Nachtgewächs. Schauen wir mal. Oder ist das ein Keks? Nachtschatten. Aber es geht, schau mal. Wow. Es geht ganz gut. Hätte jetzt nicht gedacht. Das war's mit dir, du Mistviech. Gut. Schön. Freut mich. Tap, 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 tap. Da ist eine Blume. Eine Blume.
Eine hübsche Blume für uns, lalala. Halt. Guter Becher, Öllampe. War das gerade Kaya oder ist da unter uns ein Viech, was gerade schnuppert? Wurscht, wir haben schon draufgekommen. Spätestens dann, wenn es uns ins Kreuz hüpft. Ja. So, dann scheinbar hier rüber. Da ist schon wieder so dunkel. Dap, dap, dap. Dap, dap, dap. Halt. Da ist gleich wieder eine Öllampe. Ja, da ist sie. Dap, dap, dap. Dann haben wir hier was. Wow. Alter. Ah. Alter, du Vieh. Ich hab's gar nicht mitgekriegt, dass er da ist. So, weg mit dir. Da ist noch eins. So, weg ist es. Passt. Noch eins. Irgendwo höre ich was. Ich glaube, unter uns. Öllampe. Lust haben wir nichts. So, schnell die Waffe zücken. Und weg mit dir, du bist ich. Mit dir. So. Hier drüben ist ein Lager. Eine Bank. Sonst nichts. Ja. Geht auch, ne? Hier wahrscheinlich auch nichts. Obwohl. Unbrauchbare Verbandstasche. Und sonst nichts. Passt. Dann rennen wir weiter in den Wald hinein. So. Heilpflanze. Noch eine Heilpflanze. So, irgendwie da lang. Ich muss mal Karte schauen. Wo sind wir jetzt? Aha. Entweder hier lang oder da lang. Ich glaube, nehmen wir den Weg. Vielleicht finden wir noch ein paar Viecher an. Tada! Ja, da vorne ist schon mal eins. Ich soll speichern. Ah, tut gerade. Automatisch speichern tut's gerade. Na, Viech. Komm her. Ein Reißer. Das war ein Reißer. Hier ist sonst nichts, wie es ausschaut. Dann können wir hier weiter. Tap, 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 tap. So, einmal Mutantenkraut. Tap, tap, tap. Das ist eine Hatscherei. So, die nehmen wir mit. Dann müssten wir normalerweise da runter. Tap, 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 hoppala. Und dann müssten wir... Ich dachte, da sitzt jemand. Es wird schon wieder dunkel, kann das sein? Aha, da vorne haben wir jemanden. Gut, dann tun wir schnell speichern. So und so. Dann schauen wir mal. Servus, die Hirn. Berserker, Berserker, Berserker. Du musst der letzte Mann sein. Richtig. Richtig. Sehr gut. Bist du bereit anzugreifen? Richtig. Ich bin bereit. Lass uns angreifen. Erklär mir nochmal, was wir hier machen. Wer bist du eigentlich? Meh? Wer bist du eigentlich? Ich bin Garda, Erzberserker aus Goliath. Jawohl. Wenn du mich dort noch nie gesehen hast, liegt das vermutlich daran, dass ich auf Außeneinsätze spezialisiert bin. Das Stadtleben ist nichts für einen Kämpfer wie mich. Was machen wir hier? Erklär mir nochmal, was wir hier machen. Wir haben vor einiger Zeit einen Pfad in die Wüste von Tavar gebaut, um das Weltenherz dort unten beliefern zu können. Als wir den Pfad nicht mehr brauchten, haben wir ihn verlassen. Aber jetzt haben sich dort Outlaws eingenistet. Wir können es nicht erlauben, dass sich Outlaws eine Hintertür nach Goliath aufhalten. Ja, die jetzt Schweine. Jetzt reicht's aber mit dem Gefrage. Wir sind hier nicht zum Quatschen. Meiner Waffe dürstet es nach Blut.
Na dann, geh mal san. Ich bin bereit. Lass uns angreifen. Na dann los! Attacke! Lasst uns diesen Outlaws zeigen, was es bedeutet, sich mit den Berserkern anzulegen. Ja, tap, 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 tap. Tap, tap, tap. Auf in den Kampf. So, ich mach nochmal 5 Minuten drauf. Ich hoffe, das geht sich aus. Es geht los! Jawohl! Dich hol ich mir! Jawohl, du Krippel. Ich sehe nix. Keine Zeit zum Quatsch. Ja, ich wollte nur looten. Himmelsseiten. Geht das überhaupt? Da rutscht er. Da liegt er. Passt. Nix wie hinterher. Boah, nicht so schnell, sonst fahre ich noch runter. Und dann verreck ich ja noch. Dich hole ich mir! Jawohl. Okay, der ist jetzt gerade gestorben. Boah, da geht's steil bergab. Sei vorsichtig hier drüben. Nicht, dass du dort herunterstürzt. Ja, ich wollte es nämlich auch gerade sagen. Ich habe jetzt gar nicht viel geholfen, das ist nicht gut. Da oben wäre auch noch was, das holen wir uns später. Ich komm schon. So, ich sollte... Ah, automatisch gesperrt, das ist immer gut. Wow. So nicht. Überholen ist auch keine gute Idee. Der ist erledigt. Der ist auch erledigt. Den nehmen wir blind dann mal aus. Den blind... Warte, stinkt's. Rattis. Ja, die schießen da schon mal ganz brav. Ja, den machen wir auch kaputt. Los, Ausdauer, komm zurück. Passt. So, mal schnell plündern. Plündern. Wo sind die hin? Da drüben. Ich komm schon. Halt, da ist ein Wolfskraut. Dab, 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 dab. Da ist ein Outlaw. Boah, die machen alles kaputt, ne? Was, den hätten wir auch. Den hätten wir auch. Das war's. Die Outlaws sind erledigt. Jawohl. Du hast gut gekämpft, Neuling. Danke. Wir werden hier die Stellung halten. Geh schön zurück zu Angrim und berichte ihm von unserem Erfolg. Jawohl. Sehr gut. Wow. Das gefällt mir. So, vor allem wir rauben jetzt mal diese... Schön, dich zu sehen. Danke gleichfalls. Wir rauben mal die Deppen da aus. So. Und dann geht das freudige Gelute los, ne? Da gibt es ja einiges zu holen. Also nehme ich zumindest mal an. Wiesenkraut und Krug und das und dies. Und da ist eine Blume und da gibt's was und hier ist was. Meine Güte. Alles voll, ne? Die machen hier unten Päuschen jetzt. Wein ist immer gut. Das brauchen wir auch zum Tränkebrauen. Alte Münze, noch mehr, also ein Hammer, noch eine alte Münze, wollte ich sagen. Wow, langsam, da ist nichts mehr. So, dann auf dem Weg nach oben, ne? Ich loot das hier noch schnell fertig und dann können wir den Part von mir aus beenden. Guter Teller. Dann, was haben wir hier? Ein Schlafsackerl brauchen wir eigentlich nicht dabei. Guter Teller, gutes Messer, Krug. Wieder mal automatisch speichern. Kriegsbogen. Würde ich nehmen wir auch gern mit.
So, immer her mit dem Zeug. Noch mehr Wein. Kleiner Heiltrank. Da will ich hin. Da ist nix. Hier haben wir was. Jawohl. Was haben wir hier? Tellerchen, Tellerchen, Gabel, Messer. Oder keine Gabel. Hoppala, ich wollte mich nicht hinsetzen. Zum Pause machen haben wir später noch Zeit. Da haben wir eine Truhe. Da nehmen wir alles mit. Hier haben wir noch mehr Wein. Boah, das ist echt cool. Richtig viel Wein. Das brauchen wir eben. Das brauchen wir immer. So, hier wären wir soweit, ne? Dann müssen wir hier rauf. Halt, da ist noch einer. Den haben wir nicht geplündert. Du bist geplündert. Nein, der ist nicht geplündert. Hä? Hatten wir den nicht? Habe ich übersehen. Entschuldigung. So, tap, tap, tap. So, hier haben wir auch noch eine. Oh. Bin ich da richtig? Wow. Auf Anhieb richtig. Habe ich gewusst. Einfach. Machen wir hier noch ein kleines Special. Machen wir 30 Minuten ausnahmsweise. Dann kann ich hier in Ruhe alles looten. Und dann können wir... Aha, das ist eine Folterkammer oder was? Schön! Das braucht man immer, vor allem im Keller. Mhm. Ja. Schön. Sehr schön. Ah, eine Assel. So, zwei Erfahrungen gibt sie. Das ist genug. So, Wein. Wein, Wein, Wein. Ach, wie fein, da gibt es Wein. So, ruck. Was haben wir hier? Gibt es hier überhaupt irgendwas? Ist nur Dekoration. Oh, schaut ganz danach aus. Hoppala. Dann Hü-Hüpf. Hü-Hüpf. Da oben hätten wir noch ein Bettchen. Zwei Bettchen. Mal schauen. Hier haben wir Elex-Trank, Hammer, kleiner Heiltrank, Krug, ein Bett zum Schlafen. Da drüben nix. Das war nur der Wein, da war was. Energiespeicher. So, dann haben wir da nichts mehr. So. Hier herüben. Den hatten wir noch nicht, genau. Dann hier, wow. Also das wäre jetzt fast ins Auge gegangen. Ich sollte mal zwischendurch speichern. Ich bin schon wieder komplett übermütig. Morgen werden sie ihr blaues Wunder erleben, diese Arschlöcher. Jawohl. Dann werden wir mal sehen, wer im Staub kriechen muss. Nach Sonnenaufgang sind wir die neuen Herren. Wir machen die Geschäfte. Das haben sie dann davon, uns wie den letzten Dreck zu behandeln. Also, bei Dunkelheit treffen wir uns oben am Aufgang. Jawohl. Da hat er recht. Diese Schweine. So, ich sollte mal schnell speichern. So. Ja, bitte. So, ist gut. So. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. So, hier noch hoch. Und dann mal schauen, ob es da oben noch was zum Looten gibt. Sonst können wir uns schon porten. Ja, da haben wir was. Oh, noch was. Ein Löffelchen. So, da oben. Ich glaube, wir sind gleich fertig. Gleich habt ihr es geschafft. So, da drüben war noch was, genau. Da haben wir was. So, so, so. Na, das wollte ich nicht. Naja, ist sie wurscht. Steh mal auf. Ich hätte schlafen können bis zum Morgen, wäre besser gewesen. Weil jetzt wird es immer dunkler, glaube ich, ne? Oder ist das schon der Morgen? Das könnte auch sein. Lieferschein erhalten. Aha. Das müssen wir uns anklubschen. Zettel. Zettel und noch mehr Zettel. Auf dem Zettel steht eine Nummer. Auf dem Zettel steht eine Nummer. Die Zettel da, das muss ich mir echt mal genauer anschauen dann.
So, rauf, rauf, rauf. Hier, Lieferschein. Eine Auflistung von Schmuggelware. Pfeile, Äxte, Gewehre. Von den Äxten können wir nicht mehr auftreiben. Dafür ist noch etwas Schrott dabei. Da kann man noch mal was draus basteln. Schön. Sehr schön. So, Energiespeicher. Autospielzeug. Was? Spielzeug, die noch nicht. Autospielzeug. So. Gut. Dann da oben noch mal kurz glubschen. Mana-Trank. Krug. Glaubt, das hätten wir dann. Hier war auch noch was. Spielzeugauto. Unverbrauchte. Unbrauchbare. Verbandstasche. Ich will immer unverbraucht sagen. Da haben wir noch ein Opfer. Boah. Da rüben? War da? Da oder da? Da. Glaube ich. Was hätten wir hier noch? Nichts mehr. Da unten. Scheinbar auch nichts mehr. Gut. Dann glaube ich, können wir heim. Das ist ja schön. So, also können wir Bericht dann erstatten, ne? Würde ich sagen, zur Schmiede. Das machen wir noch schnell, den Bericht erstatten, dann haben wir die Quest abgeschlossen. Dann können wir vielleicht im nächsten Part Berserker werden. So, ich hätte schlafen sollen. Es ist echt spät, spät, spät. So, egal. So, lauf, lauf, lauf. Dem guten Angrim gehen wir noch Bericht erstatten und dann hören wir auf mit dem Part. Und ist er wirklich mehr als lang und mehr als spezial. Der war gut. Na, schlicht. Der Angriff gegen die Outlaws war ein Erfolg. Der Angriff gegen die Outlaws war ein Erfolg. Es freut mich zu sehen, dass du den Angriff überlebt hast. Krieger wie dich können wir gut gebrauchen. Du sollst meine Stimme haben, um in den Rang eines Erzberserkers aufzusteigen. Hier hast du deine Bezahlung. Dankeschön. Nicht viel, aber passt schon. Für seine Verhältnisse ist das eh schon gut. Na gut, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Erdulden und Ertragen der Überlänge und der Fails. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!